Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Mein Name ist Dr. Skill und wir müssen zum Unterricht. Los geht's. Ah, erstmal ein Ladebildschirm. Okay. Gut, Verteidigung gegen die dunklen Künste, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Das könnte ja jetzt spannend werden. Super! Super! Ist das alles? Komm weiter! Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wildererrazzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poet? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Gedok. Levioso? Levioso. Levioso. Ah ja. Nun, probieren wir etwas Größeres. Oh verdammt, wir werden der Beste. Gefällt mir. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran, ein überrumpelter Gegner ist ein schwacher. Levioso! Gut, nun zum Basiszauber. Gut gemacht. Tut mir Spaß. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Levioso. Das war Glück. Ich hatte damit nichts zu tun. Gute Technik. Nee, ganz gut. Das ist doch nicht dein erstes Duell. Levioso. Wenn nur all meine Schüler so geschickt wären. Das funktioniert ja ganz angenehm, ne? Ein schönes Duell weiß ich zu schätzen. Wir haben ihn runtergehauen. Ha, easy. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Gar nicht. Warte, ich bin nicht verkneifen. Entschuldigung. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Gryffindor. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiter üben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Na gut, das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss.
Sehr nett auf jeden Fall, ne? Gute Arbeit. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Ich bin übrigens Sebastian Sello. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Halt mal die Klappe. Doch, war es. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so, aber mich täuschst du nicht. Magie erfordert Willen und Talent. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet, ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werd's mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Dann bis bald. Interessant. Diese Hauptaufträge ab 1 von 4. Was denn jetzt machen? Geht's hin? Karte. So. Gar keine Quest hier, oder? Sehe ich das falsch? Ah, hier ist das, okay. Das ist nur Sidequest. Oh, man müsste ja eigentlich gleich auf uns zukommen. Ich laufe mal kurz ein paar Meter. Doofe Frage, können wir hüpfen? Ne, okay. Ah, jetzt haben wir eine neue Frage. Hat ja nur einen Moment auf sich warten lassen. So, da drüben. So. Let's go. So, okay. Da runter. Aus dem Weg. Hab's eilig. Mit einer Meteranzeige ist ganz cool gemacht, finde ich immer noch. Rebellion. Sieht so aus, als könnten wir damit was machen. Ja. Dachte ich mir doch. Ist das hier auch was? Das nicht. Aber eine Kiste auf der anderen Seite. Ich weiß nicht genau, ob der Schulleiter gerade anwesend ist. Aber wir sagen ihm, wie sehr. So, einmal hier, den haben wir auch gecheckt. Revelio. Wie sieht's aus? Tja, hat uns da nichts gebracht, aber war vielleicht irgendwann mal wichtig. Manchmal sind es auch die kleinen Dinge, die uns was bringen. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Jetzt muss man ein bisschen dicht halten. Aber nein, Professor. Aha, als wollte man einem Thriller ein Sonett entlocken.
Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen. Professor Ronan hat so etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um ihnen ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Okay. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Sello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit ihnen gesehen. Nehmen wir mal lieber sie. Ich möchte mit Natti gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Omnai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Gut, dann machen wir das doch so. Der wartet doch direkt hier vor unserer Tür, hieß es. Dachte ich zumindest. Habe ich jetzt nicht wirklich gelesen. Da. So. Ah, da sind sie. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Unsere nächste Aufgabe, ne? So, die Richtung hier. So direkt hier. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Dann wahrscheinlich hier eigentlich irgendwo. Da hören wir nicht. Revelio. Haben wir es entdeckt?
Gute Frage, einfach mal probiert. Da ist diese Statue. Kann man aber gerade nicht wissen. Na ja, gut, das ist wieder so ein Rätsel. Das heben wir uns aber für die nächste Folge auf. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und schaltet auch gerne morgen wieder ein. Dann lösen wir das Ganze hier. Bis dahin. Ciao, ciao.